Hallo, hallo, herzlich willkommen hier zurück auf dem Kanal Erklärungs- und bei der TGS Golf in der therapeutischen Gruppensitzung. Ja, mit meiner Wenigkeit Lungendrache und natürlich dem Speedy. Michili? Ja, heute Tokoyami Chapel. Michili. Also, kann sein, vielleicht auch süß-sauer, wir wissen es noch nicht. Okay. Aber, also der Tokoyami klingt halt wirklich nach Japan, ne? Und Chapel ist ja, also ist, man sieht ja auch im Hintergrund Kirche. Oder Kathedrale oder je nachdem. Ich weiß noch nicht so richtig, was es sein soll. Von der Musik könnte man eigentlich erwarten, dass es ein bisschen horrorlastig, ne, ist, ne? Also halt immer so diese... Also ich würde mir das wünschen, ehrlich gesagt. Das klingt so ein bisschen horrorartig. Wir gucken einfach mal rein, was uns der gute Kollege wieder zeigen möchte. Oha. Hä? Ey, wenn ich jetzt noch einen Schlauch brauche. Oh Gott. Oha. Schade. Rockner. Bist du ein richtiger? Nee, schön würde ich sagen. Ich würde schön doch, sagen. Ist so ein bisschen eher ins Horror. Ah ja. Hä? Was war da? Ich hab. Alter Schwede! Boah, der Mond oben sieht geil aus. Da ist auf dem Mond noch vor dem Mond noch ein Mond oben im Himmel. Musst du mal gucken, sieht da cool aus. So eine. Ich kann's gar nicht mit. Ich kann's. V, ne? Ja. Ja. Wurde sich Gedanken gemacht. Komm. Ja, schön. Oh, das sehen wir. Also die Kirche hat aber ganz schön noch Knitten, ne? Das Ding ist sportlich, also. Ja. Oh Gott, ab dem Hexenkessel von hier, oder was? Ach du Scheiße. Auf geht's. Alter, war da knapp. What the fuck? Ich hätte ja gefeiert. Hä? Mal Keule unten weiterrollen? Ui. Schade. Mal Keule unten weiterrollen. Aber ich glaube. Oder es gibt hier ein Ersatzziel. Die Katze, die im Kochtopf schürft, ist cool. Oh, ich bin so ein. Ach, nicht euer Ernst. Jawohl! Die Katze, die dort rührt, die sieht übelst cool aus. Ein cooles Design. Im Steinkreis gefangen. Also ja, optisch ein bisschen was los hier auf jeden Fall, ha? Also optisch definitiv. Alter, die nicht Katze sieht übelst cool. Oh, musst du mit einem Schlag dort rein, oder was? Wo sind wir denn jetzt wieder? Hallo? Ach du Scheiße, ich hab's gesehen. Okay. Hä, warum roll ich die automatisch jetzt wieder hin und her? Lass mich doch mal schlagen. Ach du Scheiße, es ist weit weg. Ich liege genau vorm Stein, alles klar. Jawohl! Diesmal wollte ich dich wirklich nicht wegschlagen. Ich wollte wirklich mal behilflich sein. Bin ich nicht nett? Oh Gott, ab ins Maisfeld oder was? Du bist sehr nett. Ich hab's wirklich jetzt mal aus Absicht. Okay, das. Hä? Was? Ich glaube, ich sehe es. Nee, das ist doch viel weiter weg. Hä? Verstehst du das gerade? Ja, so halb.
da hinten ist eine Art Zielportal, aber da hinzukommen. Hä? Wo geht's lang? Ich verstehe es nicht. Wo ist es? Wo ist. Ach, da. Scheiße. Aber warum? Wo sieht man das? V und dann rauszoomen. Naja, aber abseits davon, Speedy. Diese Cheaterei von dir, die hat man mal aus. Das ist eingebaut, das ist kein Cheat. Nee, das macht man nicht. Das ist eine Spielmechanik, die muss genutzt werden. Nein, nur zum Umgucken von der guten Map. Die Katze finde ich mega geil, die gefällt mir extrem. Ach, der leckt mich doch. Ui! Roll richtig! Ja! Nicht hängen! Ja, warum schlor ich dich so weit? Danke. Ja, warum nicht? Nice! Oh Gott. Ach du Scheiße, das ist aber glücklich, wenn du hier durchkommst, das sag ich dir. Jawoll! Ach du Scheiße! Das ist der Aufnahmewert eigentlich, verdammt, warum hab ich sie nicht an? Du bist... Mit dir ist es kein Spiel. Das sag ich ja. Also ich hätte mindestens 5-6 Schläge gerechnet eigentlich, aber das Ding Hole in One. Ach. Ich muss schon ein bisschen wach fahren, weißt du? Lauf. Sehr schön, mit einmal aufgehüllt. Jetzt will ich es wissen. Bei mir klappt es bestimmt nicht. Ja, ist klar. Ui. Geist, Blockner! Oh ja, der Lebkuchengeister. Ei, oha. Lebkuchengeister, warum mach ich's denn? Ist denn das der Dank? Gar nicht so einfach den Winkel zu finden. Ich bin immer noch zu schnell, also. Aber manchmal finde ich das aber auch komisch. Ich drücke gar nicht so viel und dann, also wirklich minimalistisch mehr und da fliegt gefühlt mit, sind nicht 50.000 PS um die Ecke. Kenne ich euch bei. Das kann gar nicht sein. Puh. Ist zum Spein. Das hab doch fast genau geschlagen. Wie kann da jetzt so schnell sein? Das gibt's gar nicht. Ja klar. Ach, leck mich. Ich hasse solche Dinger mit dieser Rundung. Wie von Anfang an, wenn wir Golf gespielt haben. Ich mag die gar nicht. Wenn du so ringsrum ballern musst. Oh. Ach, leck mich doch. Fick dich. Nein. Oh. Na, aber nur langsam mal, bitte. Das geht nicht. Mann.
Alter Schwede. Oh ja. Na, es ist natürlich klar, freilich. Wie, was klar? Ich bin wieder falsch gesprungen hier. Achso, ich hatte diesmal Glück. Na, so ähnlich sah es bei mir aus. Ich bin glücklich unten gelandet, genau vom Ziel. Das war wirklich Glück. Nein. Ja. Da hatte ich ja Schwein. Ich habe einfach aus gut, also aus völliger Zufall da irgendwie drunter geballert. Oh ja, Schach. Oi. Die spielen Schach. Wie cool. Aha. Das ist ja cool. Ich kann keinen Schach. Nur Zeit, mein Freund. Ich hab's nicht so mit Bauern. Was? Ja, ich verkneif's mir einfach. Ah. Geist, Blockner! Mach zu, die Emmel! Nein. Ah. So, oh, wieder so ein... Oh. Nein! Ach ja, wir hatten ja... Sorry, das habe ich gerade vergessen, dass wir Dingsbums... Oh, oh. Warum ist dir das so... Ui. Boah! Auf Messerschneide vorbeigespielt, ey. Puh, ja, so übel. Die Katze finde ich mega geil, das Design. Das ist cool. Alter, was zur Hölle? What? What the f... Alter Schwede, das ist doch ADHS hoch 15. Was ist es? Hole in one, völlig verdient. Was? Was passiert hier? Alter Schwede, ist das geil. Völlig aufgedreht. Alter, what the fuck war das? View and goal. Ja. Sollte das Goal sein da hinten? Ach du Heilige. Alter, es ist ja mega geil. Cool. Das ist ja auf den, dass das sich so dreht, der Planet. Das ist ja mega geil, wenn du spielst. Du kannst ja theoretisch auch übelst geile Designs machen, wo du über Planeten fährst. Oh ja. Ich glaube, das hat man auch noch nie, oder? So rund? Das habe ich hier zum ersten Mal gesehen. Tja, ich habe einen Eiscreme-Hut. Oh, cool. Ich hatte den Pempel. Eier zum verstopften Kloster. Genau, genau, genau. Tja, mein lieber Freund. Also, ich gebe einen Daumen hoch, war an sich ganz witzig. Aber hier gebe ich keinen Stern. Weil erstens auch mit dem Maisfeld außerhalb von der, also außer man macht die View, wie der gute Speedy, keine Ahnung, wo man hin soll. Und ich fand auch gefühlt, also ein paar Dinger waren einfach nur, ja, Zufall. Also,
So, schlag mal in die Richtung, guck mal, wo du rauskommst und dann, ja, weißt du, wie es weitergeht, so gefühlt. Ich fand es ein bisschen undurchsichtig. Also ich fand es nicht so, wo du sagen, okay, wo geht's lang, sondern das war so ein bisschen, ja, Rätselraten. Ja, also es war eine gute Map. Also Daumen nach oben bekommst du von mir. Aber ja, genau das gleiche wie beim Klunker. Der Stamm, da fehlt. Es hat einfach der gewisse Kick, das gewisse Extra gefehlt. Ja. Finde ich. So richtig, ja. Konntest mich auch nicht überzeugen. Tja, aber vielleicht konnten wir euch überzeugen mit unserem, ich wollte gerade sagen, professionellen Gameplay, aber dann habe ich mir selber auf der Zunge wieder verschluckt, weil ich dachte, naja, das kannst du nicht bringen. Du meinst mich eigentlich? Ja. Weißt du, wenn ich dieses eine mit den 32 Schlägen nicht gehabt hätte, hätte ich die Karte sogar mal gewonnen. Genau. Aber, ja. Naja. Karma, ich glaube an das Karma und Glück, Pech im Spiel und Glück in der Liebe könnt ihr vergessen. Ne? Aber irgendwas anderes halt, glücklich. Vielleicht der nächste Lottoschein. Bis dahin, meine lieben Freunde. Ciao. Tja, wir hoffen, euch hat's gefallen. In diesem Sinne, der Tipp vom guten Klunker: Spielt Lotto, gebt die Liebe. Macht was ihr wollt. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.